Einmal stehen wir hier zusammen, um uns herum lodern Flammen, und es ist kaum zu glauben, kaum zu glauben. Wir kämpfen gegen tausend Riesen, doch wo wir sind, sind wir viele, und es ist kaum zu glauben, kaum zu glauben. Wir haben hinter euren Masken gesehen. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe, seht her. Wir wollen leben und lieben. Wir sind so viel mehr. Sie haben uns immer nur belogen, doch wir sind übers Nest geflogen, und es ist kaum zu glauben, es ist kaum zu glauben. Sie wollen uns unsere Würde nehmen, doch wir stellen uns ihnen entgegen, und es ist kaum zu glauben, kaum zu glauben. Wir haben hinter euren Masken gesehen. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe, seht her. Wir wollen leben und lieben. Wir sind so viel mehr. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe, seht her. Wir wollen leben und lieben. Wir sind so viel mehr. Wir haben viel zu lang geglaubt, wahnartig, zahm und brav. Sie haben uns die Luft geraubt, doch wir sind aufgewacht. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe, seht her. Wir wollen leben und lieben, wir sind so viel mehr. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe, seht her. Wir wollen leben und lieben, wir sind so. Wir sind so viel mehr. Wittenbergel, ich kann es gar nicht häufig genug sagen. Danke, danke, danke. Wir haben 250 Leute bei diesem Spitzenwetter erreicht. Doch eins kann ich auch sagen, es wird leider nicht besser werden. Alle, die sich jetzt blenden lassen, zum Beispiel von den gesenkten Spritpreisen,
dann kann ich nur sagen, die Regierung wird nichts ändern. Die nächste Saat haben Sie ja gesät. Da sitzt keiner von uns. Es wird nicht besser werden. Ein satter Vogel wird nie mit den hungrigen Vögeln fliegen. Danke. Applaus nochmal für den Redebeitrag. Guten Abend, Wittenberge. Guten Abend, der harte Kern. Wir werden leider kontinuierlich weniger. Das ist traurig. Und ich möchte mal eine Frage stellen an diejenigen, die heute nicht mit hier sind. Was wollt ihr euren Kindern sagen? Was wollt ihr euren Enkeln und Urenkeln sagen, wenn die euch fragen, wo warst du, als die anderen auf der Straße waren? Willst du dann sagen, ich hatte Angst vor nassen Socken? Das kann doch nicht sein. Man kann sich von der jetzigen Politik nichts versprechen und wer sich davon blenden lässt, der hat es vorher schon nicht verstanden. Das tut mir leid, das muss ich so sagen. Ich wollte heute eigentlich gar nicht sagen, aber es ärgert mich ein wenig, dass wir weniger und weniger werden. Leute, wenn ihr am Fenster steht, lasst das Glotzen sein, kommt herunter und reibt euch ein. Das ist das Wichtigste in dieser Zeit. Wir dürfen uns weder von irgendwelchen Zulagen, die sie uns großzügig schenken, von dem Geld, das uns vorher abgeknöpft haben, blenden lassen, noch von irgendwelchen Versprechungen. Das geht nicht. Punkt. Ganz einfach. Und wenn man heute sich so umhört, da gibt es Probleme bei der Lieferung dieser neuen Tarnkappenbomber, die dann im Kriegsfall amerikanische Nuklearwaffen über Europa verteilen können. Ich möchte dazu mal eins sagen, dieses Nukleargerappel der Amerikaner hat auf unserem Territorium nichts verloren. Und solange das Zeug hier ist, sind wir kein souveränes Land. Nehmt euer Gerappel und geht nach Hause, Amis. Geht nach Hause. Ihr habt genug angerichtet auf diesem Planeten. Ihr habt genug Schaden gestiftet. Soweit dazu, und ich wollte eigentlich nur noch einen Satz loswerden von Friedrich Schiller. Und vielleicht geht ja jemand mehr, näher als wir. Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Also, aufrechter Gang, kommt her und macht's mal auf. Macht's gut bis nächsten Montag und ich hoffe, wir sind ein paar mehr. Danke, den kann ich mir nur anschließen. Möchte noch jemand was sagen? 3 Sekunden Bedenkzeit. Ansonsten danke, bis zum nächsten Montag.